Protoflügel an die Analyse weitergeleitet. Protoflügelanalyse erhalten. Hab ich die jetzt? Yeah. Sehen ja mal gar nicht so schlecht aus. Einen wunderschönen guten Abend und willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Inner Space. Jawohl. Leider habe ich nicht herausgefunden, wie wir die Steuerung abändern könnten. Ist es halt nicht so schlimm. Ich quäle mich jetzt halt mit dieser Einstellung durch das Spiel durch. Ich denke, ich kriege das schon irgendwie hin. Ist ja auch eine Gewohnheitssache. Hab ein bisschen die Belichtung hier von der Facecam hier halt verändert. Hinten so schön Farben am Leuchten und vorne so eine Art Softbox. Und genau. Hallo? Muss man das Mikrofon noch richtig richten? Und ich denke, ich rede schon wieder viel zu viel. Fangen wir doch mal lieber an. Also was haben wir denn hier? Oh, dieses Relikt ist kein gewöhnlicher Fund. Wenn meine Hypothese stimmt, wird es uns vielleicht erlauben, ein viel größeres Gebiet zu erforschen, als ich zuerst gedacht hatte. Gut. Möchtest du meine Theorie hören? Wollen wir sie hören? Ja, stimmt mal schon. Siehst du, dieses Relikt ist ein großes Reservoir von Wind. Ah, das haben wir schon gehört, Leute. Bla 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 bla. Ja, da. Kennen wir. Aber jetzt müssen wir da durchfliegen. Ich habe doch gespeichert gehabt. Das kennen wir doch alles schon. Ich spule das schon ein bisschen vor. Hurra. Bla bla bla. Brechen wir auf. Let's go. Hi, um die Uhrzeit auch noch. Los. Beschleunigen. Los. Los. Ah. Das wollte ich nicht. So. So, du. Ist halt wirklich ein bisschen so Gewohnheitssache, ne? Dum, dum, dum. Sieht aber immer noch... Also ich finde, sieht das halt trotzdem ein bisschen so aus, als würde man... trotzdem durch so einen Unterwassertunnel fliegen. Durch diese kleinen gelben Partikel, die durch die Luft fliegen. Und die Grafik ist halt wirklich so zum Teil verpixelt. Das sieht auch im Game so aus. Das ist nicht nur bei der Aufnahme so. Hier müssen wir rein. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Das haben wir alles schon gefragt. Wie bist du hier? Ah genau, der kann ja schwimmen. Nee, nichts Besonderes. Lass uns einen Weg aus der Höhle finden. Tschüss. Nun denn. Schauen wir doch mal. Ich nehme an, da müssen wir lang, hm? Schießen wir mal los. Oh, jetzt habe ich mir... Boah. Müssen wir wieder gerade machen. Ist es wirklich... Ah, ich habe eine Idee. Einen Moment kurz. E mit D und Q mit A tauschen. E mit D und Q mit A. E mit D und Q mit A. Dö. E mit D. Dö. Ich will, da wo D ist, will ich E haben. Ersetzen. Und Q. Q will ich mit A tauschen. Ersetzen. A. Genau. Tipptopp. Das sollte eigentlich gut sein jetzt. Zurück. Zurück. Zeig mal. Nee, nicht ganz. Das hat er noch nicht ganz übernommen. Also. Oh. Oh, okay. Du. Nochmal. Ich muss. Tut mir leid, Leute. Ihr könnt ja sonst ein klein wenig vorspulen, aber ich. Auf Standard zurücksetzen. Genau. Also da, wo E ist, will ich D haben. Ne, da, wo D ist, will ich E haben. Genau. Das heißt, da kommt E hin. Ich hab da gar... Hä? Was ist... Aber wo ist denn dann E? Ist ja ganz... Ah. Hä? Nee. Ah, ich war auf Menü gewesen, deswegen. Genau, also. Hier kommt E. Und hier kommt D. Genau, dann ist Q und A vertauschen. Das heißt, hier kommt Q. Und hier kommt A. Fertig.
Sehr schön. Ja, genau. Oh ja, es geht. Cool. Sind wir hier richtig oder sind wir von hier gekommen? Wir sind von hier gekommen. Ist zwar ein bisschen schwerfällig von der Lenkung her. Da sind wir rein, oder? Oder sind wir von da ganz gekommen? Ich glaube, ich fliege auf den Kopf, kann das sein? Boah, komm. Ui. Erstmal wieder gerade drehen hier. So, meine lieben Freunde. Sonst fliegen wir auf den Kopf und dann wird euch noch ganz schwindelig. Okay. Ja, so ist viel besser. Richtig angenehm. Ich könnte eigentlich auch... Nee, machen wir jetzt nicht. Ich hätte das auch auf die Pfeiltasten jetzt setzen können, aber so ist okay. Oh, guck mal, das ist unser Freund. Würde zwar gerne noch ein bisschen die Empfindlichkeit verstellen, aber das mache ich das nächste Mal. So, jetzt fliegen wir hier rein. Möchtest du sonst noch etwas wissen? Nichts Besonderes? Oh, ich glaube, wir sind doch zurückgeflogen, nicht? Ach, Mann. Scheiße. Also, und nochmal. Komm, ein bisschen schneller hier. Hey, warte, beschleunigen kann man doch. Oh, ist cool. Also jetzt, wo man weiß, wie es funktioniert, ist das gut. Nächstes Tip-Top ist es dann. Ich frage mich, ob sich auch die Räume hier so drehen. Nee, ist schon okay. Da müssen wir jetzt rein. Genau. Hä? Oder... Ah. Nun, hier sind wir. Am Eingang der Höhle. Fliege einfach durch diesen Tunnel. Oh, das ist allerdings ein Problem. Der Tunnel ist blockiert. Hey, siehst du diese Seile? Meinst du, dass du sie durchschneiden kannst? Zum Beispiel mit deinen Flügeln? Du müsstest sie mit deinen Flügeln durchschneiden können. Du siehst ziemlich robust aus. Ich wette, du kannst das. Wenn es zu eng wird, dann versuche, Winde herum zu driften, um einige Kurven zu fliegen. Ah, an den Orten, die ich dir hier zeigen will, wird Driften nützlich sein. Dann flieg mal schön los. Okay, wir müssen jetzt die Dinger mal durchschneiden. Oh, ein bisschen schnell. Eins. Ja, wartet mal, ich muss wirklich tatsächlich die Empfindlichkeit noch von A und D verstärken, sonst kriege ich keine guten Kurven. Kann ich das überhaupt? Maus, Controller? Nein, kann ich nicht. Okay, gut, okay, dann machen wir es halt wirklich nach Gefühl. Muss ich es halt wirklich... Oder abbremsen. Ui, eins habe ich durchgeschnitten. Wow. Und noch das hier. Yes. Und jetzt? Wo? Sind wir richtig? Ich glaube schon. Yes, wir haben es geschafft, Leute. Okay. Dafür reicht es dann wieder. Schöne Aussicht. Morgengefäß. Oh, wir müssen weiterfliegen. Also hier kann man auf jeden Fall immer reinfliegen, um mit dem zu reden. Stasis... Fähren ermöglichen dir, dich vor dem Landen zu drehen. Verwende linke Maustaste, um mit dem Zielen zu beginnen. Linke Maustaste. So. Ziele mit D, Wund E und drücke dann auf linke Maustaste, um zu starten. Ah ja. Und A mit D, W und da fehlt ein Leerschlag dazwischen. Und dann kann ich zielen. Ja, wo muss ich denn hin? Ja, ich muss zu dem, oder? Ich muss doch mit dem reden, mit unserem Freund hier. Der uns gebaut hat. So. Hallo, mein Freund. Oh, wir können mal speichern. Das kann man ja auch vorher. Du wirst es nicht glauben, aber mit den richtigen Relikten kann ich vielleicht deine Fluggehäuse ausrüsten. Kart. Ah, der nennt mich ja Kart. Ha. Hab ich gerade Kart zu dir gesagt? Das passt gut zu dir. Kartograf. Ah, okay. Hier können wir bestimmt irgendwo die Teile finden, die wir brauchen.
Finde diese Relikte. Wer weiß, was wir noch finden werden, um dich aufzurüsten. Oh, wie wäre es damit, diese Seile zu durchschneiden? Beim letzten Mal hast du beim Durchschneiden der Seile eine geheime Passage entdeckt. Es könnte nicht schaden, es noch einmal zu versuchen. Könnte das vielleicht irgendwas losrütteln? Mach auf jeden Fall damit weiter. Ich drücke dir die Daumen. Möchtest du sonst noch irgendwas wissen? Ich habe Flügel, ja, ich weiß. Was soll ich tun? Seile durchschneiden? Nö, ist alles klar. Denke an das, was darauf wartet, entdeckt zu werden. Let's go, meine Freunde. Zurück. Hey, ich will ein bisschen ab. So, ich hätte vielleicht ein bisschen von einem anderen Winkel fliegen sollen, weil ich habe Angst, dass es zu eng wird. Ah, nee, es reicht. Sehr schön. Da ist eine Höhle frei geworden. Soll ich jetzt da reinfliegen oder lieber hier rein? Nö, ich flieg da rein, wo... Oder? Ich flieg da rein, wo wir rein wollten. Oder ich kann wieder mit dem reden. So, reden wir nochmal mit unserem Freund. Hallo. Aha, aber wenn ich mit dem rede, kann ich entweder speichern. Lieferbare Relikte. Nö, ist alles gut. Alles gut, so wie es ist. Oh, hier sind ganz viele von diesen Kugeln, wo ich reinfliegen kann. Ich bin jetzt halt... Oh, ich weiß manchmal echt nicht, wo oben und unten ist. Wo ist denn jetzt das aufgegangen, was wir aufgeschnitten haben? Ah, das war da gewesen. So, ein bisschen gerade drehen. Und da rein. Sehr schön. Komm schon, einsammeln. Yes, was auch immer. Reliktbrocken entdeckt. Mehrere Stücke, was? Da geht's auch noch rein. Ich kann doch nicht so schnell lesen und das alles schreiben hier. Ah, jetzt können wir wieder so. Erstmal wieder gerade machen. So. Und müssen wir da unten durch, ne? Da oben ist eine Klar... Oder kommen wir da durch? Ach, ist egal. Wir probieren es aus. Das geht nicht. Also unten durch. Geht auch nicht. Noch ein bisschen höher ziehen. So. Ui. Und hochziehen. Hochziehen. Ich muss nochmal zurück. Ich will ja das Relikt haben hier. So, drehen, 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 drehen. Kann ich nicht langsamer fliegen? Eigentlich hieß es doch, dass ich langsamer fliegen kann. Ja, super, als ob ich die Kurve hier packe. Oh, schaffe ich. Runter, runter noch ein bisschen. Hoch, hoch, hoch. Jawoll, Reliktbrocken erhalten. Ich muss aber irgendwie wieder... So fliegen, Leute. Ich glaube, ich bin aber jetzt auf dem Kopf. Nee. Doch, nein. So. Und so. Jetzt bin ich wieder gerade. Ja. Und da wieder raus. Und wieder drehen. Was ist eigentlich das da? Das will ich auch einsammeln. Das sieht cool aus. Sowas kann man sicher gut sammeln. Was ist das? Yes. Yes. Jo. Ja. Genau. Jo, ist aber nicht so schwierig. Na, jetzt, wo ich die Steuerung ein bisschen geändert habe, ist schon ein bisschen einfacher. Also vorher war echt katastrophal gewesen. Wie viel soll ich denn von... Relikt gesammelt. Aufrüstung verfügbar. Cool, man kann sich hier aufrüsten. Zeig mal her. Kristallisierte Maschinerie. Säubern. Säubern. Das Relikt schaltet die bla 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 bla. Maschinenteil, okay. Diese Konstruktion lässt eine Reihe mechanischer Innovationen erkennen, ist aber im Vergleich zu ihrem Verschleiß viel zu kompliziert. Sie wurde möglicherweise von jemandem restauriert oder gebaut, der ihr Design nicht vollständig verstanden hat. Diese Konstruktion lässt eine Reihe von... Ah, das haben wir alles schon. Bewegen. Bewegen. Was... Das sieht nach einer Flosse aus oder so. Das ist, wenn ich mal schwimmen möchte. Oder nach einem Fledermausflügel oder irgend sowas. Okay. Gut. Schön, dass wir das herausgefunden haben. Aufrüstung verfügbar. Kehre zum Archäologen zurück, um sie zu erhalten. Wo ist der? Nochmal.
Ja, wir gucken gleich. Ah, da hinten ist er. So. La 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 la. Hallo. So. Oh, man kann jetzt das Relikt abliefern. Bitteschön. Protoflügel an die Analyse weitergeleitet. Protoflügelanalyse erhalten. Hab ich die jetzt? Yeah. Sehen ja mal gar nicht so schlecht aus. Was kann ich jetzt mit denen? Abgesehen davon, dass ich fliegen kann. Okay. Erstmal Speicher. So. Ich würde mich freuen, wenn du mir unter Wasser helfen könntest, Kartograf. Mein U-Boot ist dabei. Ist bei weiterem nicht so wendig wie du. Ja, kannst du glauben. Hast du mal gesehen, wie langsam ich hier drehe? Und an den tiefen neuen Stellen, die wir erkunden können, gibt es viele Schätze zu entdecken. Da wir gerade von neuen Orten reden, du hast meine Neugier geweckt. Genau wie bei deinen Fluggehäuse besteht für uns kein Grund, hier aufzuhören. In einigen Quellen der Alten ist von einer Konstellation von Kammern die Rede, von mehreren Welten. Doch das hier ist die einzige, die ich je gesehen habe. Also noch mehr von diesen riesigen Welten, wo wir uns gerade drin befinden. Ich vermute, dieses Bauwerk ist das, was die Alten ein transversales Tor genannt haben. Sie haben diese Tore offenbar irgendwie dazu genutzt, von Kammer zu Kammer zu reisen. Welche Welt dahinter liegt oder wie diese Welt aussehen wird, weiß ich nicht. Doch solange das Tor verschlossen bleibt, werden wir das nie erfahren. Wenn es noch nicht auf deine Batterie reagiert hat, braucht es vielleicht mehr Energie. Ach, jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass die Energie im Innern dieses Aquariums vielleicht ausreichen könnte, um das Tor zu aktivieren. Wenn das stimmt, stehen wir kurz davor, endlich den Rest des Universums zu sehen. Warum versuchst du es nicht mal? Versuchst du, diesen Tank zu öffnen? Hast du die Säule in der Mitte gesehen? Ich wette, dass sie eine Art Energieregelungsmechanismus enthält. Ich kann sie nicht erreichen, aber vielleicht kannst du von oben hineintauchen. Probier mir mal dieses neue Fluggehäuse aus. So, möchtest du sonst noch etwas missen? Nö, ist alles klar. Aber Leute, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Denke an das, was darauf wartet, entdeckt zu werden. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und wir sind jetzt bei über 20 Minuten. Ich hoffe, die Kamera ist überhaupt scharf gewesen jetzt so einigermaßen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder irgend sowas. Oder ein schönes Kommentar. Da freue ich mich immer, wenn ich das lesen kann. Kann ich besser schlafen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Ich werde sicher noch einen nächsten Part machen. Solange mir das Spiel noch Spaß macht. Und ja, genau. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif und ciao.